Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zum Wochenorakel. Es geht um die Woche 14. bis 20.3. Was haben wir in der Woche für ein Spektakel? Wir haben wieder einen Portaltag. Mit dem Portaltag wird der Vollmond eingeleitet. Ja, den haben wir zwar erst am Freitag, aber den haben wir noch in der Jungfrau-Energie, bevor wir dann in die Waage weiterziehen. Und da sind wir halt am Mittwoch drin. Das heißt, dieser Vollmond, haben wir ja schon im Impuls fürs Wochenende gesagt, ja, der hat wirklich eine immense Kraft. Wird schon dadurch angezeigt, dass die Energien mit einem Portaltag eingeleitet werden, ja. Und genau das haben wir hier im Grunde genommen auch mit den Mondenergien angezeigt, ne, dass hier neue Energien eingeleitet werden, ne, übers Wurzelsystem von Mutter Erde bahnen sich hier neue Energien ihren Weg, ne, und dann ist da ja freier Wille, kann wieder jeder entscheiden, ob er damit arbeiten möchte, was das für die einzelnen Elemente bedeutet, gucken wir uns gleich an, ne? Und auch Merkur zeigt das ja an, ne? Dass hier jetzt wirklich neues Wissen eingeleitet wird, ne? Sich ausdehnt, sich ausbreitet, die Energiearbeit dafür habt ihr ja auch, ne? Und der eine geht in die Anbindung, ne? Folgt den Energien und der nächste, ja, halt noch nicht, ne? Der nächste entscheidet sich, ne? Da sind dann wieder Ängste, Hemmungen, bla bla bla, ne? Was dann alles für Umwege, karmische Wiederholungen, Schleifen und so weiter und so fort sorgt, ne? Das haben wir jetzt für nächste Woche angezeigt, ne? Wir haben den Vollmond und der eine lässt das Karma los, ne? Bewegt sich aus diesen Wiederholungsschleifen, ne, aus diesen zeitlichen Verzögerungen, aus den Kaugummi-Prozessen raus. Und der nächste braucht eben halt noch, ne, braucht noch eine Runde. Und ihr wisst, das ist freier Wille. Aber es ist hier in der Bildsprache auch so geil angezeigt, ne? Der eine folgt dem dunklen Pfad, ne? Und der andere hat da halt schon dementsprechende Erleuchtung. Ja. Ist so. Ne? Jeder im eigenen Tempo. Ja. Guti. Haben wir auch, ne? Wenn wir es addieren, haben wir hier 36 und 29, ne? 36 und 29 ist das halt die Lernaufgaben erfüllen, ne? Ja. Und der eine hat genug einschlägige Erfahrungen gemacht, um die Lernaufgaben zu erfüllen, und der andere braucht halt eben noch, ne? Ja. Gut, gucken wir rein, was wir über die Elemente, wenn wir es auf die Elemente runterbrechen, noch rausbekommen können. Wir halten uns wieder an die Reihenfolge der Mondtage und haben dann Feuer, Erde, Luft und Wasser. Alle am Start. Wir legen mit meinem Kartendeck, das habt ihr auch in der Infobox, ne, ziehen wir eine Karte auf die einzelnen Elemente und klären das dann mit dem Medieval der Nummer von Nadine Breitenstein noch ab, ne? Okay. Fangen wir mit den Feuerzeichen an, ihr lieben Feuerzeichen. Stirnchakra-Aktivierung. Ihr lieben Feuerzeichen, habt das, was wir im Impuls fürs Wochenende schon angezeigt hatten. Ja, ihr habt ganz viel, ganz, ganz viel Bewusstwerdung. Ja, ganz viel Traumbotschaften. Die Feuerzeichen bekommen Traumbotschaften ohne Ende. Ja. Wofür bekommt ihr diese ganzen Traumbotschaften? Für Bewusstwerdung, ne? Ja, ganz viel Wissen wird hier dran über eure Träume. Das Stirnchakra wird, das dritte Auge wird aktiviert bei euch, ja. Ihr bekommt Puzzlestücke. Ihr habt ganz viel
Aha-Effekte diese Woche. Ganz viel Bewusstwerdung. Ja, hier. Nach einer Zeit der Ruhephase, ja, kommen hier auch andere auf euch zu, die jetzt von euch Tatsachen und Fakten wollen. Ja, das sind Menschen, die sich selbst erstmal selbst erstmal über einiges klar werden mussten, ja, und jetzt tauchen die aus der Versenkung auf, wer oder was auch immer taucht da aus der Versenkung auf und braucht Puzzlestücke von euch. Hier will jemand Klartext von euch. Ja, hier hat jemand versucht, sich selbst einen Reim zu machen. Das hat aber nicht geklappt. Und jetzt drücken die Energien so hoch, ja, dieserjenige, welche ist so gepiesackt von der Situation, dass da dieses, ich mache mir selbst einen Reim draus, nicht klappt und jetzt von Feuer, hier schaut man, ne, aber auch die Sonne mit drauf, und jetzt von euch Klarheit, Wahrheit, Sonne, ne, Licht, Tatsachen und Fakten will. Und wird euch auch so lange mit Pfeilen bombardieren, bis ihr mit der Wahrheit rausrückt. oh Gott, aus euch wird die Wahrheit rausgekitzelt, um es dann mal human zu sagen. Ne? Aber hier wird jemand nicht locker lassen, bis ihr, und das sind halt eben auch die Energien gerade, ja, dass dieserjenige ganz genau spürt, ob ihr mit was hinterm Berg haltet oder nicht, ja. Diesemjenigen wird etwas bewusst und er sucht von euch noch die letzten Puzzlestücke, will wissen, will das bestätigt wissen, ja, ob das stimmt, was dieserjenige sich selbst in dieser Separationsphase, in diesem Rückzug zusammengereimt hat, ne, und braucht jetzt einfach Venus und Mars-Orakel, ne, den klaren Raum. Ja, und das ist ja auch das, was wir im Wochenendimpuls hatten, dass die Wassermann-Energie zwischen zwischen Venus und Mars jetzt an Kraft gewinnt, ne? Und genau das haben wir hier bei euch, ja? Die Energien, der Schuh drückt einfach in die Richtung, dass jemand von euch jetzt Butterbeifische will, ja? Und sagt, komm her hier jetzt. Jetzt hier mal mit den Tatsachen und Fakten auf den Tisch. Ja, ich brauche hier jetzt Klarheit. Ich brauche hier jetzt Tatsachen. Ich brauche hier jetzt Wahrheit. Und ja, würde ich sagen, Augen zu und durch. Ja, entscheidet euch für diese Reife. Ja, für diese, lass die Wahrheit, ja, hier heilen. Ja, ansonsten hier, ne? Kaugummiprozess, Druckerhöhung, zeitliche Verzögerung, Karma, ja. Die Empfehlung ist, auch reinen Tisch zu machen. Ihr werdet so lange gepiesackt, bis hier eine Tatsachenbombe platzt. Ja. Und Licht heilt. Die Wahrheit heilt. Und das weiß dieserjenige welche auch, ja. Das weiß dieserjenige welche auch, das will dieserjenige welche jetzt auch. Ja. Und was macht ihr damit, ne? Ihr baut das Fundament dafür für einen neuen Zyklus, ne? Für einen neuen Anfang. Damit das Neue ins Haus kommen kann, ja. Ja, hier. Da muss drüber gesprochen werden, ja. Da muss drüber gesprochen werden. Und hier entscheidet sich jemand anderes dafür. Hier haben wir auch die Trennung, ja.
Hier haben wir auch die Trennung, ne? Das ist auch so hier, ne, zusammen am Küchentisch, ne, bei einem Kaffee, über Trennung sprechen, ja, was ist dann mit den Kindern organisieren, was mit den Kindern ist, und hier drückt aber auch das innere Kind, ja, was in Zweifeln und Sorgen und Unruhe ist, ne, und sich deshalb mit euch hier zu Hause treffen will und an einen Tisch setzen muss, ja. Hier muss gesprochen werden und da haben wir wieder, ne? Hier schaut man, ne? Ruhe, ne? Rückzug, Separation, ja. Also hier stehen entweder Trennungsgespräche an, ja. Ne, also wenn ihr in einer Verbindung seid, ne, kann es sein, dass hier jemand mit euch Tatsachen und Fakten wegen einer Trennung schaffen will, ja, und da das sind auch kindliche Gespräche, ne? Kindliche Gespräche, ja, dass man da eine gewisse Naivität an Tag gelegt hat, ja, und diese Naivität jetzt ablegen will, ne? Und wenn ihr nicht in einer Verbindung seid, wo es sowieso schon die ganze Zeit kriselt, dann kommt jemand zurück, ja, und möchte mit euch klären, warum es an diesem Punkt gekommen ist. Ja. Und das kommt hier anscheinend mit dem Waagemond auf euch zu. Also sprich nächstes Wochenende, ne? Ja. Ja. Also so die erste Wochenhälfte, ja, ist hier jemand vielleicht im Rückzug, ne, und muss da Entscheidungen treffen, Wege wählen, ne, und Ende der Woche ist man dann so weit und sucht dann im häuslichen Bereich hier, ne, sich gemeinsam an einem Tisch zu setzen, um dann dementsprechend, ja, darüber zu sprechen, wie es jetzt weitergehen soll, ja, und welche Schritte, ne. Jetzt, ne, das sind die nächsten Schritte, ja, also die kleinen Schritte, ne? Nicht in 20 Jahren, sondern was ist jetzt, das ist so Schritt für Schritt etwas in die Wege leiten, ja? Darüber zu sprechen. Und dieserjenige ist da sehr, 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 sehr geführt, ja. Und was ist denn das dritte Auge, ne? Was ist denn Stirnchakra? Das ist Zukunftsorientierung, ja. Ja. Und es geht hier aber um gemeinsame Entscheidungen, ja. Ja. Also, für euch Feuerzeichen stehen die nächste Woche viel, viel Klärung im Raum, ja. Ganz viel Klärung. So, in der zweiten Wochenhälfte. Ganz viel, lass uns jetzt ein Fundament schaffen, ne? Lass uns hier mal an die Wurzel gehen. Lass uns jetzt mal hier die Basis klären. Lass uns über die nächsten Schritte sprechen. Ja, lass uns gucken, ne? Was wir da für Entscheidungen treffen können. Das hier zusammen ist sonst auch das Gericht, ja? Das Gericht, das hier über Sorgerecht Entscheidungen trifft. Ne?
Ja. Also ihr habt nächste Woche ganz viel Klärung, entweder über Gerichtstermine, ne, über Kinder, über Trennungen. Falls das alles schon erledigt ist, ja, dann kommt jemand aus der Vergangenheit zurück nach einer Separationsphase, nach einer Ruhephase und klärt mit euch, ja, warum es dazu gekommen ist, ja, wie es dazu gekommen ist, ne. Das ist, hier ist ganz, ganz viel Klärungsbedarf, Klärungsmöglichkeit, so, ne, ihr seid Frühjahrsputz. Hier wird ganz viel aufgeräumt, ja, damit das Fundament, ne, für einen neuen Zyklus, für einen Neuanfang steht. Und so betrachtet sieht es für mich nicht so aus, als hättet ihr überhaupt die Möglichkeit, euch für Hinauszögerungstaktiken, zeitliche Verzögerungen, ne, Schleifen, Warteschleifen, Kaugummiprozesse zu entscheiden, ja, weil der andere hier jetzt einfach Tatsachen und Fakten will, ja, der andere hat hier keinen Bock mehr auf diese zeitlichen Verzögerungen. Also seid ihr Feuerzeichen aus Karmaschleifen raus. Das wird hier vom Außen gar nicht zugelassen, dass ihr euch da in eine weitere Schleife, in eine weitere Runde begebt. Spannend, ja. Gut. Erdzeichen. Erdzeichen, was haben wir bei euch? Halschakra haben wir bei euch. Wahrhaftige Kommunikation haben wir bei euch. Ja. Bei euch geht es um Ehrlichkeit, Offenheit, Wahrheit und auch ihr werdet inspiriert. Ja? Auch euch werden die entsprechenden Worte gegeben, ja? Authentisch zu sein. Also, wenn ihr euch schon längere Zeit vor einem Gespräch drückt, ja, wo ihr nicht mehr drum herum kommt, wäre das jetzt die ideale Zeit, ja, da nicht in eine weitere Verzögerung zu gehen, sondern hier tiefe Heilung zu leben. Okay. Faszinierend, ne? Weil gestern, wem hatten wir denn gestern im Impuls fürs Wochenende? Metatron, ne? Reinigung, ne? Ganz viel Reinigung, damit es weitergehen kann, ne? Ja, hier, schau mal, das ist da. Was habe ich gerade gesagt? Gerade habe ich noch gesagt, ne, bei euch ist ganz stark Halschakra, ne? Da, euch nicht zu verkaufen, ne? Sondern hier, Halschakra, ne? Habe ich gerade gesagt, ne? Ganz viel Ehrlichkeit, ne? Offenheit, Wahrheit, authentisch, ne? Ja, und hier, das scheint schon länger notwendig zu sein, ja? Sonst holt es dich, ne, mit dem rückläufigen Merkur, ja, den wir irgendwie im Mai oder sowas haben, wieder ein, ja? Und ihr habt euch da jetzt längere Zeit vorgedrückt, ne, euer Halschakra zu öffnen. Und jetzt wird es Zeit, sonst holt es dich wieder ein. Ja, wenn ihr jetzt wieder eine Verzögerungstaktik, ein Ausredenpaket fahrt, ja, dann dreht ihr einfach nur noch eine Runde. Es kommt dann wieder, ja. Dann habt ihr eine nochmal tief Luft holen, Zeit bis zum rückläufigen Merkur, aber ihr wisst ja, ne, ist Merkur in der Rückläufigkeit, dann werden die alten Themen einfach nur nochmal serviert, ja, ne, mit Druckerhöhung, ne. Und das ist jetzt schon ein Einholen, ne? Das ist jetzt schon etwas, wo ihr einfach euer Popöchen nicht bewegt habt, ne? Ja.
Also, liebe Erdzeichen, bei euch stehen Gespräche an, die den klaren Charakter haben. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Ja, hier. Schaut mal. Und da haben wir schon den Seelenpartner. Ja, wo ihr, für den ihr euch unter Wert verkauft. Ja. Und da irgendwas aussitzt. Versucht etwas auszusitzen, aber das geht nicht. Ne? 36, 29, das geht nicht. Venus und Mars im Wassermann, das geht nicht. Oder ihr nehmt das hier in Kauf, ne? Ist ja auch völlig in Ordnung. Und dann aber nicht drüber jammern, ne? Ja. Entscheidung liegt bei euch. Okay. Halschakra. Ganz viel Halschakra bei euch. Was haben wir denn dann für die Luftzeichen? Wurzelchakra haben wir bei den Luftzeichen. Wurzelchakra, Luftzeichen. Tatsachen und Fakten. Merkt ihr dann vielleicht auch schon, ne? An Füßen, Bein, Wirbelsäule, Wurzelchakra sind auch hier Nägel, Zähne, Nieren, ne? Wenn man Tatsachen und Fakten nicht ins Auge sieht, ne? Irdische Tatsachen und Fakten schafft, ne? Dann das Wurzelchakra nicht auf ist, dann geht das irgendwann an die Entgiftungsorgane, ne? Also Nieren, Leber. Ja, hier schaut mal. Ihr habt wie Erde gerade, ja? Ne? Auch bei euch ist es so, jemand kommt, ne? Und lässt etwas ganz frei aus dem Herzen fließen. Ja, ist einfach authentisch, ja, und ihr lasst diesenjenigen welchen gewähren, ja. Ihr verkauft eure Werte und Ideale und ihr lasst diesenjenigen einfach machen. Also auch bei euch, ne, hier droht die Gefahr, ne, in ins Schlangengift zu gehen, ne? Ins Hinausschieben eurer Themen, ne? Und dann kommt es mit dem rückläufigen Merkur. Jetzt muss ich echt mal gucken, wann der wieder in die Rückläufigkeit geht. Wartet mal. Wann geht er denn wieder in die Rückläufigkeit? Ich könnte euch ja auch auf Pause drücken, ne? Müsst ihr nicht warten, wartet mal. Nee. Ja, von 10.5. bis 3.6. ne? Ist Merkur in der Rückläufigkeit. Und auch hier guckt mal, ne? Da ist wie bei den Erdzeichen.
Ja, das ist ja auch dieses der Märzvollmond, ne, wird ja auch Wurmmond und Zuckermond genannt, ne? Schaut, ne, für den einen ist es der Zuckermond, ja, und für den anderen ist es der Wurmmond, ne? Und jetzt gerade sieht es so aus, als würden die Feuerzeichen dazu genötigt werden, es zum Zuckermond zu machen. Ja, und Erde und Luft aber ja, hier wirklich Gefahr laufen, ja, sich zu entscheiden, das zum Wurmmond zu machen, sich selbst zum Wurm zu machen, ne? Das Wurzelchakra zuzuhalten, ne? Und wie gesagt, ne, ihr merkt das dann halt auch an Füßen, Beinen, Wirbelsäule, Zähnen, Darm. Ja. Und Entgiftungsorganen, ne? Wenn ihr damit diesen Monat Probleme habt oder kriegt, dann habt ihr euch für den Wurmmond entschieden, ne? Schwingen. Ja, hier. Der Wurmmond droht, sage ich ja. Das ist doof. Ja, also was kann ich euch für die Woche mitgeben? Ne, hier haben wir auch die Kommunikation. Ne? Euch wird das Wissen hier, ne? 1 und 6 und 26 ist 27. Ne? Euch wird hier nötiges Wissen überbracht. Ja, jemand ist hier im ganz authentischen Ich. Ja, so wie dieserjenige ist, so fließt es. Das ist die Wahrheit. Ne? Und da könnt ihr jetzt hinsehen und damit aufräumen. Ja. Oder ihr könnt eure Werte und Ideale verkaufen. Wie tut ihr das? Indem ihr euch unterwerft und einfach nichts macht, ja? Ja. Und dann wird sich da auch nichts ändern. Ja, dann seid ihr vielleicht froh, dass ihr Ruhe habt, ja? Und Mai, Juni kommt das Ganze wieder auf den Tisch. Ja. Und das ist hier zum Beispiel auch so eine Sache bei Dreierkonstellationen, ja? Da wird euch dann jetzt, ne, wenn hier noch eine dritte mit im Bunde ist, ja, dann erfahrt ihr das jetzt? Ja. Und dann dürft ihr euch entscheiden, ne? Wie viel seid ihr euch wert? Ja, verkauft ihr eure Werte und Ideale oder folgt ihr eurem Herzen? Ja. Also ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich kriege jetzt gleich wieder eine Bratpfanne über den Schädel, wenn ich es ausspreche. Aber ich muss. Aber das ist, kommt mir doch ein bisschen vor wie Prüfungswoche, ne? Das Universum prüft dich. Ja. Das Universum gibt die Rückverbindung ins Licht, ne? Ja, aber meinem menschlichen Verstand kommt es hier jetzt nach Element Nummer 3 vor, wie Prüfungswoche. Ja. Witzig. Mein Sohn, fällt mir aber gerade so auf, ne? Mein Sohn, ist jetzt gerade auch in der 10. Klasse, ja, der ist auch gerade dabei, seine ganzen mündlichen Prüfungen zu machen, ne? Sind wir beim Wasserelement, ist auch Halschakra, ja? Und wir haben ja, es leuchtet auch türkis, die Karte. Und wir haben hier schon, bei Erde hatten wir auch Halschakra, ne? Erde Halschakra, Wasser Halschakra, ja, also mündlich, ne? Und wie gesagt, mein Großer hat mündliche Prüfungswoche.
Luft, ihr Wurzelchakra, ja, und Feuer ist konfrontiert mit diesen Chakren. Ja, okay. Wasserzeichen, auch Halschakra. Ich bin wahrhaftig. Ich spreche frei von Herzen. Ich höre auf meine innere Stimme. Affirmation fürs Halschakra, ne? Ich bin wahrhaftig, ja? Ich bin Licht. Ich bin Licht, ich bin Wahrheit, ich bin Liebe, ich bin. Ich bin Licht, ich bin Wahrheit, ich bin Liebe, ich bin. Ich bin wahrhaftig. Ich spreche frei von Herzen. Ich höre auf meine innere Stimme. Ja. Ich bin nicht. Ne, was hatten wir beim Vollmond? Was soll losgelassen werden? Vollmond hatten wir. Ja, ne? Mars und Venus sitzen im klaren Raum, ne? Und Vollmond hatten wir. Ja, ne? Mit dem Vollmond die Scheinheiligkeit soll losgelassen werden. Also nochmal. Ich bin Licht, ich bin Liebe, ich bin Wahrheit, ich bin. Ich bin wahrhaftig. Ich spreche frei von Herzen, ich höre auf meine innere Stimme. Jede Form von Scheinheiligkeit fliegt euch um die Ohren. Es fliegt euch um die Ohren. Und wenn es dann um die Ohren fliegt, ne, kreiert man ja gerne Opfertum, ne? Ich bin so arm dran, ich bin ganz arme Maus. Ne? Ja. Aber in Wahrheit hat man das vorher ins Energiefeld gegeben und es kommt einfach zu einem zurück. Wofür? Für den Lernprozess, für den Wachstum, ne? Fürs Verstehen. Ne? Erst wenn man es am eigenen Leib erfährt, ne? Dafür dient ja Karma, ja? Hat man den Aha-Effekt. Ja? Ja. Und alles das, was wir jetzt reingeben, ne, wir sind in der Phase, wo man Samen sät, kommt dann als Ernte zurück. Weil, wisst ihr ja, ne, wenn man einen Distelsamen sät, kann man keine Sonnenblume ernten. Ja, ihr lieben Wasserzeichen, guck mal, ihr werdet beobachtet. Oh, sehr gruselig. Wird mir auch ein bisschen schlecht. Ja. Ihr werdet beobachtet. Was wird hier beobachtet? Ob ihr ja, euch noch begrenzt, selbst begrenzt, ja, auf eine Personensituation, auf eine Arbeit oder ob ihr euch entscheidet, euch nicht zu begrenzen, ja, sondern wenn euch das Gegenteil von Wahrhaftigkeit begegnet, ja, da eine Mauer zieht, wird mir gesagt, ja. Eine Grenze setzt, ne? Und dann halt an einen anderen Ort zieht, ja. Einen Ort, eine Person, eine Situation, wo ihr wahrhaftig sein könnt, ja. Das wird beobachtet. Ihr werdet beobachtet. Oder vielleicht wird auch schon beobachtet, dass ihr euch nicht auf eine Person begrenzt. Ja, und dann gilt es, das nicht zu vertuschen, ja. Das gilt nicht zu vertuschen, sondern da
ihr seid vielleicht versucht, ja, versucht, und dass ihr versucht seid, ja, wird schon beobachtet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann wäre es besser, ja, statt die Seiten zu wechseln, ja, ne, durch die Versuchung, ja, mir wird auch so die ganze Zeit so reingegeben, ne, drum führe mich nicht in Versuchung, okay. Ja, ob ihr die Seiten wechselt, ja, oder ob ihr in Wahrhaftigkeit bleibt, ja, frei sprecht, ne, auf eure innere Stimme hört, aber euch zieht es aus einer Situation, Person, ne, Arbeit, die euch begrenzt hat, weg. Und ihr denkt vielleicht, dass ihr das erstmal für euch ausprobieren könnt, ja, aber die Wahrheit ist, dass ihr dabei gesehen werdet, ja, dass ihr dabei beobachtet werdet. Okay. Und es wäre besser, ja, wenn ihr Halschakra, wie gesagt, ne, wahrhaftig seid und frei von Herzen sprecht. Weil egal, wo ihr da versucht seid gerade, es wird auffliegen. Es fliegt auf, Punkt. Gott, Gott, Gott. Ja, weil die anderen an der Situation Beteiligten die gleichen Energien zur Verfügung haben. Ja, und die Energien, die hier gerade, ja, vorherrschend sind, sind halt nun mal die Wissensübertragung, ja. Also egal, was euch diese Woche in Versuchung führt, es wird auffliegen. Es wird beobachtet werden, ne? Ihr werdet vielleicht gesehen. Ja, hier, genau. Es ist wie eine Schlinge um den Hals, ja? Nein, nicht schön. Ja, hier, schaut mal. Das ist hier wie ein Spion. Ja, das ist hier so der Spionagedienst. Ja. Es wird hier auffliegen, mit wem oder was ihr euch trefft. Das ist hier der Geheimagent. Ja, das ist hier James Bond 007 ist unterwegs. Ja. Hier werden auch Falschheiten dokumentiert, ja. Lug und Trug, ne, wird gesehen. Und irgendwie ja, sie ist ganz klar, ne, Wahrhaftigkeit angezeigt. Besser ist. Besser ist. Alles andere fliegt auf. Na, und wenn es umgekehrt ist, ja, kann es auch sein, dass hier jemand versucht, ja, mit einer Lüge durchzukommen, ja, und dann beobachtet, ob das klappt. Und dann solltet ihr euch nicht auf solche Personen einlassen, ja. Also das werdet ihr selbst am besten wissen, ja, ob ihr diejenigen seid, die versucht sind, ne. Da etwas zu
Ja, euch aus etwas rauszuwinden, ne? Was dann nicht klappt, ja, oder ob hier jemand anderes euch in der Kommunikation ja, verhohnepiepelt, ne? Veräppelt, verarscht. Ja, und dann beobachtet, ob das vielleicht klappen könnte, ja? Denkt an eure Affirmation, ja? Ich bin wahrhaftig, ich spreche frei, ich höre auf meine innere Stimme. Na. Lug und Trug, heimliche Treffen werden vom Geheimagenten 00 Fuchs beobachtet und aufgedeckt. Es wird mitgeteilt, es wird einfach mitgeteilt. Ja. Ja. Na dann, entscheiden müsst ihr euch selbst. Ja, entscheiden müsst ihr euch selbst und dann hören wir morgen früh mit einem neuen Tagesimpuls. Bis dann, so am.